Herzlich willkommen zurück zu meinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival von Elion Game Studios. Hier zurück, diesmal in meiner Base, nicht vor dem großen Raumschiff, denn ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und oben links könnt ihr es im Dunkeln da oben jetzt sehen, nicht im Licht, sondern im Dunkeln, damit das Weiß ein bisschen besser zum Vorschein kommt. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in der Alpha 3.4.0. Es wurde einiges an den Andockplatten verändert, überarbeitet. Im Moment kann man sie wohl, glaube ich, nicht mehr über Kopf anbringen, sozusagen, also die Raumschiffe auf dem Kopf anbringen zum Andocken. Es gibt Tierknochen als Deko, ja, und noch weitere andere kleinere Sachen. Ich will jetzt nicht sagen Kleinigkeiten. Der eine sieht so, der andere sieht so. Es wurde wie viel gefixt, hin und her. Vor und zurück. Ja, was wollte ich denn zeigen? Ach, ja. Na, das wollte ich eigentlich nicht zeigen, aber... Schön, dass ich reingeguckt habe. Jetzt weiß ich wenigstens, dass wir genug zu fressen da haben. Fressen habe ich immer wieder angebaut. Ich habe ein bisschen was vorgearbeitet. Wie man auch sieht, ist in dem Kühlschrank ein bisschen was mehr geworden. Hier habe ich noch Hangartüren gebaut. Hier habe ich schon mal 140 Gefechtsstahlblöcke vorgebaut. Die Minigun-Geschütze haben wir ja zusammen noch gebaut. Hier oben ist alles soweit. Die Schubdüsen braucht man nicht. Die wollte ich rauspacken. Ja, das habe ich einen Teil rausgeholt aus dem Konstruktor. Werde ich euch auch gleich noch zeigen. Ein bisschen Platz geschaffen und ein paar Ressourcen nachgefarmt. Und natürlich auch wieder nachgebaut, wie ihr hier so schön sehen könnt. Und dabei können wir gleich noch Eisen bauen. Und auch noch Silizium, wie ich das sehe. 100 Neodymium können wir noch nachschieben. Restrum Zaskosum holen wir uns später noch. Ja, da gehen wir nochmal schnell anklopfen. Dann nehme ich mal die gehärteten Stahlplatten noch ein paar mit. Kraftstoffzellen. Davon kann ich doch gleich nochmal 10 bauen. Und wenn du durch bist, müsste ich dann auch schon wieder Promethium Pellets bauen. Hier oben das passt. Genau. Und hier unten seht ihr, ich habe das Eisen wieder nachgeholt, Kupfer aufgestockt, Kobalt aufgestockt. Neodymium bin ich dann doch nochmal losgeflogen und habe ein bisschen was geholt. Denn die neue Munition war doch recht teuer. Neue Munition meine ich. Na, wo ist es denn? Hier, großes Raumschiff. Kennt ihr... Was? Ruckler? Ich raste aus. Die alten Ruckler wieder drin? Nö, habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Zeig. Nee, jetzt geht's. Fein. Also nur zum ersten Mal. Ist der Ruckler weg? Nein, der ist auch noch drin, wenn man das erste Mal ins Zielvisier geht. Ist aber nicht tragisch. Jetpack anmachen. Komm, geh mal hier. Was? Mach auf, geh mal hier rein. So, das hatte da gesehen. Hier habe ich... Ja, sieht man jetzt nicht viel, nicht? Ah, komm, ich kann ja mal kurzzeitig hier Licht einschalten. Da sind ein bisschen was drin, ein Pentaxid, das wir nachladen können. Hier habe ich Munition gebaut und habe sie aufgefüllt. Das müsst ihr euch nun wirklich nicht angucken, wie ich da eine Stunde lang Munition baue. 160mm Rakete und das ist Artilleriegeschoss. Ja, Kloppi hat die falschen gebaut. Irgendeine ist jetzt falsch. Habe ich auch noch nicht gesehen. Du musst dieses Geschütz entweder vom Cockpit aus oder... Ich bin im Cockpit. Kann ich es so? Aha. Artilleriegeschütz. Ach so, dann muss ich ja hier zumachen, dass ich... Schade, ich kann es nicht abfeuern. Ach so, das ging ja sowieso nur im Weltraum. Typ 160mm Rakete. Ja. PF und... Nee, hier auch wieder. Ach so, da muss ich zweimal F drücken. Ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit Stromverbrauch für... Nee, Licht machen wir wieder aus. Dann muss die kleine Funze hier reichen. Haben wir hier irgendwas, was eine bessere Funze hat? Der Bohrer? Unser Upgrade? Ja, das reicht. Ich will euch ja nur
die Anzahl zeigen, was drin ist. Ja, das einmalige Anschalten hat jetzt mal 4 gekostet. Schwerkraftgenerator kennt ihr noch. Warpantrieb kennt ihr noch. Konstruktor ist alles geblieben. Hier habe ich mal ein bisschen was aufgefüllt. Na, Schwachkopierer wieder vergessen. Hier auch vergessen. Dann wäre mir natürlich die Luft weggeblieben. Schön, dass wir hier geguckt haben. Hier ist aufgefüllt. Hier ist aufgefüllt. Ihr seht reichlich drin. Hier noch nicht, weil noch kein Strom an ist. Und damit kann ich dann auch hier zutschen. Jetzt sehe ich gerade, ich sollte vielleicht mal auch eine Konserve naschen. So, das haben wir alles. Auf dem Plan stand ja... Ja, rumschweben. Auf dem Plan stand ja... Und wieso ist das jetzt noch ein... Ach man. Nochmal, auf dem Plan stand ja noch die Füße dran zu schrauben. So, nochmal ein, nochmal aus. Nochmal runter gucken. Irgendwas rauscht noch, aber das scheint hier zu sein. Alles klar. Dann machen wir das so. Ich setze hier mal ein bisschen Licht hin. Das ist mir zu dunkel. Dauert ja auch noch ein bisschen. Hier noch eine. Hier noch eine. Ja, komm. No, what? Übertreiben muss es nur auch nicht. Nicht gleich 4 hinsetzen. Dann nimmst du die mit. So. Ja, genau. Hier. Und hier. Und dann können wir hier vorne auch noch eine hinsetzen. Und dann passt das auch mit den 10 Stück. Außenlichter könnte ich auch dran schrauben, hatte ich aber bis jetzt noch nicht so die Muße. Was wollte ich denn verbrauchen? Genau, die gehärteten Stahlblöcke, damit ich sie dann nochmal upgraden kann. Mit L-Gerät 6 hier. Und dann irgendwann mal die Landefüße dran. Wir könnten ja noch so ein Artilleriegeschoss hier unten dran setzen. Sieht zwar albern aus. Denn hier an die Seite passt es leider nicht. Oben drauf würde ich den Hangar noch drauf bauen. Für unseren Klaus. Ist mir doch glatt der Name nicht eingefallen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, und jetzt nicht wie rein. Ach, hier wollte ich doch auch nochmal. Genau. Rausklamausern. Klabustern. Denn die Treppen gehen mir auf den Sack. Da können wir dann auch gleich die hier benutzen und upgraden. Genau so rum und so rum und so rum. Und jetzt bitte bleib stehen. Danke. Spitze. Dann kann ich hier Ganze noch dran setzen. Das Ganze machen wir jetzt hier auch. 1, 2 und 3. Und werden die gleich mal upgraden. Klunk, klunk, klunk. Und dann hier noch, damit zur Not eventuell noch was stehen bleibt. Es sei nur, dass ich nicht allzu hoch springen muss, wenn irgendwas... Halt, das stimmt. Links setzen. Und upgrade, upgrade, upgrade. Tisch, dicke Tisch, dicke Tisch, dicke nicht. Ja, dann könnte man ja... damit ich hier nicht immer zu drüber springen. Es gab doch... Genau, hier so einzelne Wände. Das sieht doch schon mal perfekt aus. Kann ich die so drehen, dass ich die hier oben hinkriege? Kann ich die hier so? Nee, kann ich nicht. Gut. Ich könnte sie maximal dann so drehen, ne? Dass sie so von innen dagegen... Mal, kann ich hier noch reinlaufen? Ja, kann ich. Das ist doch... So, wenn ich aus dem Raumschiff raus gucke und hier kommt was geflogen, dass ich nicht gleich so auf die Schnauze kriege, könnte man ja immer noch hier schießen und dann in Deckung gehen wieder. Ja, das klingt nach einem eventuellen Plan. Könnte klappen. Sieht albern aus, aber Hauptsache schützt.
Jetzt hier drüben dasselbige. Dann springen wir hoch hier. Klamperklaus. Naja, so rum sowieso nicht. Wenn dann hier. Und dann einmal im Kreis davor. Nein, nicht direkt vor die Mütze. So rum. Upgraden, dann haben wir das. Nicht schön, dafür recht selten. Dann machen wir an. Stell mal gerade. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwo abhaue mit dem L-Gerät. Sieht gut aus, Abstand passt auch. Das passt natürlich nicht, da brauchen wir wieder die großen. Eins. Ich hasse es! Ja. Da war er wieder zu schnell. Erstmal drunter schrauben. Eins, zwei, drei, vier. Lauf, Hoshi, lauf! Eins, zwei. Ja, habe ich auch nur einmal gedrückt. Was ist denn heute schon wieder los? So, da noch und da noch und da noch. Dann muss ich noch upgraden. Hier muss noch ein ganzer drunter. Hier muss noch ein ganzer drunter. Dann setzen wir die Keule erstmal wieder auf. Na, komm, mach einfach aus und lass fallen. Jetzt wird erstmal upgraded. Jetzt geht ohne großartige Verletzungen. Gar nicht so einfach. Ich hier mal gleich rausspringe. So, du bist upgraded und hier kannst du gleich noch mal eine Rampe dran klatschen. Du bist upgraded und hier kannst du eine Rampe dran klatschen. Tack. Wenn es dann noch so schräge Geländer gehen würde. Nein, raus hier! Es muss nicht hübsch aussehen. Was? Keine gerdeten Stahlplatten mehr? Ja, verarscht mich doch. Ich habe die Hälfte da rausgeholt. Übrigens sind die wirklich schweineteuer, diese Upgrades. Aber es ist dann halt ein Gefechtsstahlblock. Das lohnt sich, Tatsache. Nein, muss ich noch welche bauen? Naja, aber jetzt mal nicht übertreiben. Ne? Wir haben ja dann noch die Gefechtsstahlblöcke dabei. 135. Und ja, die haben auch sehr lange gedauert zu bauen. Ich habe da schon ein paar Stunden jetzt wieder reingesteckt. In Vorarbeit. Also nicht nur zwei. Ihr kennt ja meine Rechnung, ne? Ein paar viele, ein paar ganz viele, nicht? Schwackup. Ja. Das gefällt mir hier noch nicht. Die RCS dürfen nicht so ungesichert sein. Und der Kern auch nicht. Dann kloppen wir hier ein paar dran. Wieso mache ich nicht gleich eine ganze Reihe? Ja, hat man gerade erst, ne? So. Wie sieht's denn aus von der Höhe? Muss ich noch einen? Muss ich nicht? Eins, zwei, drei. Wie dick ist denn das eigentlich hier vorne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da kriege ich so einen Artilleriegeschoss drunter geknüppelt. Aber das sitzt ja dann auf dem Fußboden auf. Müsste ich zwei hier runter noch gehen? Naja, nee, komm. Wie sieht denn das aus? Das ist ja dann extremst hochbeinig. Also jetzt würde ich gern noch die Füße drunter packen. Also ich möchte schon hier so richtig, weißt du? Fahrwerk, Füße. So, das ist für die Hangartore. Das war Beleuchtung für innen, aber die haben wir im Moment noch nicht gebraucht. So, jetzt nehmen wir das wieder in die Hand. Hey, Koloss anmachen. Hey, Koloss. Nee, anschalten reicht. Dreh mal richtig aus. F. Das sieht schief aus, oder? Hast du jetzt ein Problem mit dem Gleichgewicht?
Weil ich hier vorne was dran gemacht habe? Nö. Spitze. Sieht gut aus. Ich überlege auch gerade, ob das schon Andockplatten hier sind. Das wäre natürlich... ja. Mit dem großen Raumschiff irgendwo andocken, ne? Haha. Naja, gut, an der großen Raumstation. Ne? Aber die musst du auch erstmal bauen. Wo du ja sowas als Parkfläche einparkst. Boah, Alter. Mag ich mir gerade gar nicht so vorstellen. Du hast nur eine Düse und die macht so viel Krachbumm. Herrlich. Ja, komme ich denn noch? Oh ja, ich komme jetzt noch hier rein. Schön. Dann sanft fallen lassen. Was brauchen wir noch? Die Geschütze möchte ich noch dran rumbasteln. Zeig mal her, wie affig... Nein, nicht gleich direkt ins Gesicht. Wie affig das dann aussehen würde, eventuell. Jetzt kannst du es mir zeigen. Klunk. Und, hüpste? Nö, er macht's. Nicht hübsch. Aber... ja... ja, so ein bisschen. Naja, immer wieder klumpen. Hier hinten passt soweit auch alles, ne? Eventuell könnte man dann mal hier noch eine Schicht drumherum zimmern, um die Düsen zu schützen. Was hat man denn noch? Die Geschütze müssen dran, die Hangartüren müssen dran, der Aufzug soll dran und dann innen können wir ja die Beleuchtung noch dran machen mit diesen Steinchen. Das kann dann zurück. Und ja, da gehen wir mal oben gucken, wie groß so eine Hangartür ist. Ja, am besten hole ich aber auch mal unser kleines Raumschiff. Na, nein, du musst doch nicht vorantatschen, Mensch. Wie sieht's denn hier aus? Frisch gewachsen. Happa, happa. Los, nehmen wir gleich mal mit. Da können wir gleich mal wieder 18 Gemüsekonserven einsetzen. Da haben wir das auch durch. Ah, so lobe ich mir das. Immer wieder schön Gemüsekonserven. Brauche ich mir keine Gedanken machen. Draußen ums Formen. Zumindest ums Essen. Und so schnell verputze ich die 18 ja auch nicht. So, her damit. Was haben wir eigentlich hier noch an Fleisch drin liegen? Das können wir auch gleich verbasteln. Komm. Da kennen wir ja nichts. Lassen wir das mal langsam los. 18 hiervon, 18 davon, 18 davon. Da baust du mal gleich. Und dann baust du davon noch. Du bist beschäftigt. Da kann ich dich auch gleich hier reinpacken. Fein! Und dich kann ich auch gleich mal naschen. Und das passt alles. Was hatte ich gesagt? Das muss ja jetzt auch wieder raus. 160 mm Rakete, davon werden wir dann noch ein paar bauen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Was hatte ich gesagt? 160 mm Rakete, ne? Ja. Das ist dann die große. Ah, die war auch sackenteuer. Aber ein paar kannst du ja schon mal bauen. Vielleicht brauchen wir sie ja. Ich hoffe mal, ja. Ja! Kämpfen! 160 mm, 160 mm muss ich mir jetzt sagen. Nee, muss ich mir nicht sagen. Das Logische für Artillerie wäre ja Artilleriegeschoss. Aber das nehmen wir jetzt mit raus. Packen das mal in irgendeine andere Munitionskiste. Was? Wieso? 15?
Aber du hast doch hoffentlich die nachgeladen. Ja, hast du. Darf hin 5. Aha, hier sagt er mir natürlich nichts. Hier sagt er 0 von 320, also sind die auf jeden Fall da. Ja, hier muss alles auf dem Kopf stehen, das ist das Geschütz unten. Das ist schon mal schön, da haben wir das wirklich alles drin. Da habe ich auch nicht das Falsche rausgenommen. Hätte ja sein können, wäre ja nicht das erste Mal gewesen. So, dann bringen wir die erstmal wieder weg. Ich hatte doch so eine... War das das? Ja. Wo ich das Loot-Zeugs reingeschmissen habe. Da könnte das hier auch gleich mal reingeklatscht werden. Was soll's? Dafür sind Kisten da, damit man sie füllen kann. Die Munitionskiste dort hinten, die auch wie eine Munitionskiste aussieht, das auch eine Munitionskiste ist, möchte ich damit erstmal nicht belasten. Da sollte ja Spaßmunition rein. Ich weiß ja nicht, was hier noch alles implementiert wird. Nicht. Damit dann die beiden Türme da oben richtig Spaß haben dürfen, können, tun sollen. Du kommst hier hin, du kommst dahin. Bis dahin bist du auch fertig. Ja, komm, dahin. Wie viel baust du noch? Einen noch, da können wir auch mal kurz warten. Ach, und aus dem Augenwinkel sehe ich, wir sind doch schon wieder über die Zeit. Naja, damit haben wir das auch noch geschafft. Die Fleischkonserven dahin und die Fleischkonserven dahin. Sind das Fleischkonserven? Tomatenkonserven? Ja, Fleischkonserven. Fleischtomatenkonserven, halt. Ihr wisst doch, wie ich das meine. Dann müssen wir noch einen Hangar draufzimmern und dann, ja, drüben noch richtig bestücken und los geht's. Dann suchen wir uns ein Ziel raus. Kann ich hier gucken auf der Karte? Ja, was wir uns vornehmen. Hier hätten wir dann die Zusatzressourcen, genauso wie auf Masperon. Omikron kennen wir ja mittlerweile. Wäre aber der nächste, ne? Ach, mein Trading Outpost, da war ich auch noch nie. PvE. Mhm. PvP. Snow. Ein Schneeball. Aber so groß wie er aussieht. Ja, großer Schneeball. Ja, Schwappkopf. Ja, werden wir sehen. Jo, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge von meinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!